Halbfinale, Spiel Nummer 4 zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim. Mannheim 3:0 in Führung in der Serie. Und das Team von Dan Lacroix braucht einen Sieg, um ein fünftes Spiel zu erzwingen gegen die Mannschaft von Pavel Groß. Köln gut drin in diesem ersten Drittel mit der ersten guten Chance des Spiels. Moritz Müller wagt sich mit nach vorne, wird klasse angespielt von Zalewski und verlängert dann diesen Pass, den aber Dennis Endras, der erneut sehr gut aufgelegt ist, pariert. 10 Minuten sind gespielt. Eher ein Lebenszeichen der Adler Mannheim Richtung Kölner Tor kommt. Gustav Wesslau hat aber keine Chance gegen diesen Schuss von Luke Adam. Klasse vorbereitet von Ben Smith. Und Luke Adam, der hat die Geduld, der hat die Ruhe, wartet mit dem Puck so lange, bis er den Schuss nehmen kann. Und es steht 1:0 für Mannheim nach 11 Minuten. Der mitgereiste Anhang ist natürlich bestens gelaunt nach dieser Führung der Adler. Im zweiten Drittel dann Köln mit dieser Möglichkeit, die aber letztlich schon wieder nicht in ein Tor umgesetzt wird. Und dann diese Strafe gegen Colby Janeway, der protestiert. Was ist passiert? Diese Szene ist ein Foul gegen Phil Hungerecker deutlich zu sehen. Und dann ist Mannheim in Überzahl. Die Mannschaft, die über 30% der Überzahlsituationen bislang ausgenutzt hat in den Playoffs. Und auch diese Überzahl mündet in ein Tor. Klasse läuft die Scheibe da über Katic, über Eisenschmidt. Und letztlich ist es Desjardins, der den Puck in der 28. Minute in Überzahl in die Maschen haut. 2:0 für Mannheim. Und dann folgt die nächste gute Gelegenheit. Nur eine gute Minute später. Festerling mit dem Schuss, den Gustav Wesslau hier deutlich hinter der Linie mit der Fanghand herausfischt. Und so heißt es dann, trotz dieser Klasseparade von Wesslau, Tor für Mannheim, das 3:0. Wieder haben die Gäste in Überzahl zugeschlagen. Immer noch das zweite Drittel. Wieder Mannheim, die nächste Chance. Seider, und dann heißt es sogar 4:0 in der 32. Minute. Ben Smith reagiert da am schnellsten, löst sich vom Gegenspieler, vom Zweikampf an der Bande, eilt vors Tor. Und da haben die Haie wieder nur das Nachsehen. Und so steht es 4:0 nach 40 Minuten. Dan Lacroix verärgert und auch ratlos. Das letzte Drittel läuft. 4,5 Minuten sind gespielt. Zerrissen mit einem Schuss mal von der blauen Linie. Und der geht durch. Der landet im Tor. Freddy Tiffels, bester Kölner an diesem Abend, bereitet vor. Und Zerrissens Schuss, der ist für Dennis Endras, wie hier gut zu sehen ist, einfach nicht zu sehen. Und dann schlägt es ein. Plötzlich sind die Haie da. Plötzlich sind die Haie hellwach. Plötzlich brennt ein Feuer in den Haien. Die nächste Möglichkeit. Hanowski bekommt den Puck nicht unter Kontrolle. Trotzdem bleiben die Haie dran. Haben dann Überzahl. Gute 7 Minuten vor dem Ende der Partie. Die Scheibe läuft gut. Die Scheibe kommt zu Freddy Tiffels. Der schaut, der schießt. Und plötzlich heißt es nur noch 2:4. Die 54. Spielminute, die Haie nochmals dran, aber es bringt nichts. Die Haie nehmen zwar noch den Torhüter raus, aber am Ende bleibt es bei diesem Spielstand und Mannheim zieht ins Finale ein. You can come up with all sorts of excuses, but what it comes down to is they were the better hockey team. You know, they've been a great hockey team all year, and you have to give respect where respect is due. And oh, ich weiß nicht, ob das souverän war. Das Ergebnis 4:0 sieht vielleicht souverän aus, aber wir wissen, dass da ein paar sehr, sehr enge Drittel oder auch Spiele waren. Ryan Jones in seinem letzten Profi-Karrierespiel sagt, Mannheim war die bessere Mannschaft in der Serie. Mannheim schmeißt Köln mit einem Sweep raus, gewinnt 4:2 in Spiel 4 der Halbfinalserie.